Leute, herzlich willkommen zurück bei Secret of Mana. Wir sind im Vierjahreszeitenwald mit Susi und Lin und komischen Käfern. Und ich habe in der letzten Folge so abrupt beendet, dass ich eines vergessen habe. Da war ich schon wieder in der Eile. Jetzt weiß ich gar nicht mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Aber hey, das ist ja egal. Wir sind ja hier auf Abenteuer. Erdkrieche ist erledigt. Okay, die ersten Erdkrieche. Ich muss hier irgendwann wieder nördlich. Da bin ich doch das letzte Mal in diese Höhle reingelaufen. Und wer hätte es gedacht, in dieser Höhle kann ich noch was anstellen. Aber nur wenn ich den Weg wieder zurückfinde, was, beziehungsweise wo ich jetzt irgendwie scheitern werde daran, so wie es aussieht. Ah, das sieht richtig aus. Denke ich, hoffe ich, meine ich. So, immer noch Norden. Ah, Turbo-Puschel. Wobei mich die irgendwie sehr, sehr stark an Kirby erinnern. Na, ja, ein Baum. Du mal kleiner Erdkriecher. Mal mein Special aufladen auf Stufe 3. Vielleicht hilft's ja was. Zarkon ist bewusstlos. Na, ich lege mich mal hin und schlaf. Ah, okay. Muss ich wieder weitermachen. Es hilft ja alles nichts. Du böser Puschel. Was hier Feinde rumkriechen würden. Und ich darf jetzt dann beim nächsten Mal shoppen echt gucken, wie ich bessere Ausrüstung zusammenbekomme. Weil die machen nämlich so viel Schaden. So viel Schaden. Turbo Puschel ist benebelt. Warte, warte und zack. 128, jawohl, ja. So, bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg? Ich hoffe es. Wenn ich jetzt den Feind noch sehen würde. Naja. Ah, genau, hier ist der Berg. Ah, und Feinde, natürlich. Traumtulpe Level 2. Nein, er ist schon wieder bewusstlos. Stellt euch das mal in echt vor. Ihr kämpft gerade mit eurem Erzfeind und ihr schlaft auf einmal einfach ein. Ja, einfach so aus heiterem Himmel. Muss sehr lustig sein. So, da waren doch diese neuen Gegner. Ja, genau, das Ding da. Komische DuckTales-Verschnitte. Mit der coolen Musik. Da, da, da. Ist das nicht dieselbe Musik, was unten bei den Zwergen war? Ich weiß es gar nicht. Hey, Sonic the Eagle. Wirf Dreck nach mir. Böse Igel. Was die alles aushalten wird. Rätsel, oder? Nee. Zack, und ist verwirrt. Ja, das ist ja immer, aber... Ja, das ist natürlich meine Störung umgekehrt. Solange er verwirrt ist, und das ist wirklich nicht gut. Minos ist benebelt und Lin erreicht Stufe 20, das ist gut. Kiste, bleibst du bitte stehen. Danke. Lachgas. Zack, ist klein. Ach Gott. Da kann er keine Kiste aufmachen. Ja, die Fallen sind schon übel irgendwie. Mach mich wieder groß. Ja, gut, Susi, dann öffnet du die Kiste, dann Zarkon nicht größer werden will. Lachgas. Mugel. Jetzt ist Lin, das Koboldmädchen, die größte von uns. Das darf sie nicht geben. Ah, sie kann nicht zaubern, wenn sie Mugel ist. Nur zutreten. Moment, kann ich diesen Statuseffekt nicht wieder wegmachen mit Heilaura? Ich hoffe, ich kann es wegmachen. Ja, geht sogar. So, ich muss hier die Axt verwenden, wurde mir gesagt.
Denn Axe kann anscheinend diese Dinger kaputt machen. Auf das müssen wir mal kommen. Oh, wo zum Teufel bin ich denn hier? Willkommen im Trüffeldorf. Ach, da muss ich sogar hin. Keine Panik, wir sind harmlose Pilzköpfe. Bist du ein Verwandter von Toad vielleicht? Es sind harmlose Pilzköpfe. Eckern Pilz ist Pilzsprache und bedeutet, hast du mal eine Mark? Geil. Eckern Pilz, hast du mal eine Mark? Ja, jetzt wäre es eigentlich, hast du mal einen Euro. Ich hasse Pizza mit Pilzen. Es ist so geil, das Spiel. Oh Gott, so viele Referenzen. Vergesst nicht einzukaufen, bevor ihr geht. Machen wir den guten Preis. Eckhan Pilt ist Pilzsprache und bedeutet, ich liebe dich. Ich dachte, das heißt, hast du mal eine Mark? Eckhan Pilt. Tatsache. Aha. Ich liebe dich auch, Pilzgesicht. König Pfifferling kann euch sicher helfen. König Pfifferling. Was zum Teufel? Was spiele ich hier überhaupt? Wo bin ich? Nanu, ihr seid aber seltsame Pilze. Sehe ich etwa aus wie ein Pilz? Ich sehe das jetzt als Beleidigung. Vergesst nicht einzukaufen, bevor ihr geht. Ja, ja, ist okay. Willkommen im Pilzpalast. Hier wohnt unser König. Lass mir raten. Herr Pfifferling. König Pfifferling kann euch sicher helfen. Oh, da gibt's einen Shop. König Pfifferling, wie geil ist das denn? Wie kann ich helfen? 163.000 Goldmünzen. Faunenjacke. Was ist das? Wolfsarmband. Stahlkappe. Wir kaufen das mal für ihn. Ah, das kann jeder anziehen. Das kann auch jeder tragen. Ich habe im Moment so viel Gold, das ist ziemlich egal, was ich mache. Noch etwas? Im Moment nicht, vielen Dank. Auf Wiedersehen. So, das heißt, wir ziehen uns doch mal ganz geschwind um. Ja, halt, 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 zurück. Kleidung. Wir haben den Eisenhelm, der macht 7 Defense und da haben wir 13. Das ist schon einiges besser. Dornenweste hat 13, die Fahnenjacke hat 22. Okay, das ist ein guter Grund, das Zeug anzuziehen. So, du hast hier nichts, du hast auch eine Faunenjacke. Und ein Wolfsarmband von 2 auf 8. Supi Susi, dann gib Lin bitte dasselbe. Von 7 auf 22, das ist schon ein Riesensprung. Und auch ein Wolfsarmband für dich. Nur beim Zack habe ich es vergessen. Unser Alpha-Wolf in der Gruppe bekommt keinen Wolfsarmband. Das ist schon schrecklich. Okay. Wir sind neu ausgerüstet. Das sollte uns einiges helfen auf unserer Reise. So, jetzt verkaufe ich erstmal das ganze coole alte Zeug. So, dann verkaufen wir das hier. Habe ich die Dornenweste nicht seit dem Anfang des Spiels eigentlich schon. Hundertprozentig habe ich irgendwo einen Händler übersehen, der da besseres Zeug verkauft hätte. Ich kaufe mir nochmal Lebenswasser eins. Für den Fall der Fälle, falls er noch abkratzen sollte. Auf Wiedersehen. Fürtü. Mach's gut. So, kann ich hier auch noch irgendwo rasten, schlafen vielleicht? Hey, Berti, alte Socke, du bist auch da. Der König ist drinnen. Ja, das ist schön. Berti hat mir schon von euch berichtet. Berti, was erzählst du fremden Leuten von mir? Oh, ihr seid es. Bitte mehr Begeisterung, wenn ich komme. Welche Waffe soll erneuert werden? Kann ich überhaupt eine erneuern? Den Echsenteller kann ich erneuern. Bitteschön. Stahlscheibe. Wisst ihr was? Das ist doch was für Lin, für sie. 28.
wunderbar. Schaden. Der Schwert macht 45. Was macht denn die Klaue? 42? Das macht auch 47. Nee, ich bin eigentlich so gut ausgerüstet, wie es gerade geht. Und euch erst die Erlaubnis des Königs. Für was? Ich brauche die Erlaubnis nicht. Strohbetten, endlich! Eine Nacht kostet 50 Goldmünzen. Willst du bleiben? Ja. Geh doch dahin, wo die Pilze wachsen, hä? Strohbetten. Ah, das muss ja überall stechen und stinken. Nochmal was. Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Aber okay. Spielstand speichern, natürlich. Ich würde mal sagen, wir gehen zu König Pfifferling. Vergesst die Semmelknödel nicht, wir machen eine lecker, lecker Pilzsuppe mit ihm. Pilz mit Krone. Ich habe einen weißen Drachen gesehen. Er sah richtig niedlich aus. Okay. Unsere Vorfahren konnten auf Drachen fliegen. Weiße Drachen, glaube ich. Gerade gestern wurde ein solcher Drache in der Höhle im Norden gesichtet. Hm, interessant. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Pilze, die auf Drachen reiten. Ich habe einen weißen Drachen gesehen. Er sah richtig niedlich aus. Ja, okay. Wer bist du? Das ist ein Ritter. König Pfifferling ist ein toller Herrscher. Meistens. Guckt ihn euch an. Er hat eine lila Beschichtung oben. Und das ist ein Ritter. Keine Rüstung, kein gar nichts. Hallo, Herr Pfifferling. Hallo, du bist der Mannerheld, oder? Ich habe schon von dir gehört. Und auch wir haben hier Legenden. Oh, oh, Geschichtsstunde. Auf dem Rücken des Drachens. Das Schwert in der Hand. Rettet der Held das Mannerland. Das war eine kurze Legende. Du bist der Held, von dem dieses Lied erzählt. Ganz sicher. Ach, das war ein Lied. Gerade gestern sah jemand einen weißen Drachen, der mit einer Natter kämpfte. Nehmt den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um zur Höhle des Drachen zu kommen. Palast? Ich weiß, wo der ist. Doch findet erst den Drachen in der Höhle. Danach erzähle ich euch, wie ihr zum Palast kommt. Oh, und noch etwas. Oben habe ich etwas für euch. Oh, Geschenke, 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 Geschenke. Geh mal weg, du blöder Pilz. Was hast du denn für uns? Gold und Geschmeide, 100 Pro. Speerohr behalten. Berti, du hast Arbeit. So. Oh, ihr seid es. Was für eine Überraschung. Okay, der Speer, den keiner benutzt. Biestharpune ist das jetzt. Susi, das wäre doch was für dich, oder? So eine geile Biestharpune. 40. 36. Nee, das ist schlechter. Ach, Susi. Ach, jetzt kann ich da rechts raus. Deswegen brauche ich die Erlaubnis des Königs. Sieh mal einer an. Okay, es sieht so aus, als würden wir einen Drachen jagen oder suchen. Oh, ist das süß. Na, Herr Frosch, wie gefällt dir meine Axt? Poseidonkröte. Poseidonkröte, wie kommt man auf solche Namen? Donnerklinge, Level 4. Nein. Kann es sein, dass die Axt wirklich mehr Schaden macht? Gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich nur den Axtlevel in die Höhe treiben, dass das auch wirklich was bringt. Na, 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 wer wird denn? Wer wird denn? Hm? Werdet mich doch nicht angreifen wollen, oder? Na, ah, vorbei.
Das Problem ist, wenn ich den Waffenlevel nicht hochgeskillt habe, kann ich keine Spezialattacke ausführen. Also dieses Aufladen auf Stufe 3. Das geht da nämlich überhaupt nicht. Und das ist schon ein bisschen schade. So hat sich die Krabbe gebufft mit diesem Donnerkling-Spiel und geht dann einfach drauf. Dann schon ein bisschen bitter. Ah, frei. Gott, wie viel Schaden die Axt macht. Der Wahnsinn. Ich treffe damit auch irgendwie besser als mit dem Schwert. Oder täuscht das? Moment, da ist bestimmt Lachgas drin, oder? Eine Walnuss. Walnuss. Lecker Walnuss zum Mana refreshen. Und ich schlaf schon wieder. Das Gras ist aber auch weich in dem Wald. Ich kann es euch gar nicht oft genug sagen. Ich hau schon wieder vorbei. Ist das die Drachenhöhle? Treppensteigen ist auch so toll. Ah, der blöde Igel. Wäre schön, wenn ich ihn mal treffen würde. Minus. Zack, erreicht Level 21. Ja, die Viecher schon wieder. Minus Eule ist konfus. Das soll eine Eule sein, jetzt halt. Sieht aus wie so ein Sektenanführer irgendwie mit der Kutte. Und ich treffe nicht. Das ist immer gut, wenn man nicht trifft. Ninja Kauz ist der Lied. Ich freue mich jedes Mal wieder über den Namen. Na ja, komm. Explodier endlich. Aha, Kiste eingefangen. Lachgas? Hm? Nee, Heilkräuter. Na, zu viel. Zu viel, zu viel, zu viel. Blöd, dass ich nur 3-4 Sachen mitnehmen kann. Das ist echt total bescheuert. Warum geht das nicht wie in Final Fantasy, dass ich sage 99 Stück von allem? Lass mich raten, ich muss da oben lang. Das bedeutet Kettenpeitsche. Susi Lin, würdet ihr bitte hier hochkommen? Ist denn das so schwer? Guck mal, ich kann auch oben peitschen. Gesam! So eine Möchtegern Catwoman. Na, komm mit, komm mit, komm mit. Genau, so muss das. Moment, dann wechseln wir wieder zurück auf die Axt. Und verteilen mal ein paar blaue Flecke bei den Gegnern. Oh, Kahnschub. Hey, hey, da kann die Zauber auch. Susi erreicht Level 21. Ich bin stolz auf dich, Susi. Okay. Dachte ich schon, ich bin im Kreis gegangen. Was die aushalten würden, hey, das ist der Wahnsinn. Und wieder ein Eulerich. Moment, ich nehme wieder das Schwert, ich glaube, das ist intelligenter. Die blöde Eule. Keiner kann sie treffen, guck sie an. Ja, das gibt's doch nicht jetzt. Da hau ich dir den Gierröckchen weg hier. Ah, hier brauche ich für die Peitsche. Da bin ich ja nur am Waffenwechsel in dem Level. So, liebe Leute, wie es weitergeht. Moment, falsche Waffe.
bei Secret of Mana, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ich sage immer, stay tuned and so long.